Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Pico und Arvico eine AE66 aus, da ja im August die eine ja ein Prototypen Deadlock rausgebracht haben. Kommt jetzt eine Serienlokomotive ohne Chromstreifen und in roter Lackierung. Also so wie man halt diese Loks halt kennt, in diesem Verkehrsrot jetzt halt. Nennt man das in der Schweiz jetzt nicht. Aber halt diese Farbe so. Ja. Als sogenannte Städtelokomotive mit dem Wappen Thun. Ja, Thun. Was, genau. So, die Lok hat die Artikelnummer 97206. So. Dieses Video nehme ich gerade noch im Jahr 2021 auf. Heute ist Silvester, Leute. Ich bin versichert, dass dieses Video vor Silvester oder bei Silvester nicht rauskommen wird, ein paar Tage später. Also, ich hoffe, was ich auch schon in den letzten Videos, die ich gemacht habe, auch schon gesagt habe, einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Nochmal nachträglich in diesem Video jetzt. Ich hoffe, es hat alles gut geklappt. Ja. So. Da haben wir sie schon. Okay, okay. So. So, das muss nur noch scharf werden. So, das ist eine AE66. Ja. Epoche 5. MFX-fähig. Ja. Dann machen wir sie mal auf. In den nächsten Wochen wird auch ein Fahrvideo von der Lok kommen. So. Ich glaube sogar auch, dass die Lok eine Kurzkupplung hat. Aber so genau weiß ich das jetzt im Moment auch nicht. Ich spekuliere nur drauf. So, da ist sie. Uns fehlen ja noch ein paar. AE66, also haben uns noch gefehlt, so mit Kurzkupplung und so. Wir haben ja schon noch ein paar, aber die sind schon etwas älter. Und ja, da spekuliere ich mal drauf, dass wir uns da eine geholt haben mit Kurzkupplung. So, hier sind so Zurüstteile, Ersatzteile. Ja, ich glaube, ja, das sind nur Zurüstteile da. Ja. So, dann machen wir doch mal das schöne Stück hier auf. Wir hatten ja schon mal
so eine Lok ausgepackt. Ich weiß es aber gerade nicht, wo die ist, aber ich kann mich erinnern, dieses Jahr hatten wir schon mal so eine Lok. Ja, so diese grüne hatten wir. Ich stand immer da. Ah, da ist sie. Jetzt habe ich sie auch. Okay, das ist Plastik um Haltung, also nicht metallartig, sondern so wie halt die heutigen Modelle so sind. Ohne Fernlicht, also noch etwas älteres Modell. Das Wappen von Thun. Und es ist eine Kurzkupplung, da ist der. Also wirklich, ich weiß gerade nicht, was mit der Kamera los ist. Sie verstellt sich immer. Okay, da ist der Kupplungsschacht. Aber so jetzt eigentlich sieht die eigentlich ganz geil aus. Mal, jetzt ist es schon wieder nicht scharf. Ja, weil wir haben ja. So welche gehabt. Da sieht ja alles nicht so aus, nicht so detailliert wie die hier. Sieht man an den Rädern und hier am Dach. Und dass diese Lok auch keine richtige Kurzkupplung hat. Die hat nur sowas. Ja. Hier mal ein ganz, ganz kleiner Vergleich. Ja. Wir werden die Lok dann sehr wahrscheinlich die nächsten Wochen vorstellen. Könnt ihr euch schon mal gespannt drauf sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like auf dieses Video und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und spannend seid auf das Fahrvideo. Mit allen Funktionen zeigen wir dann auch, oder möglichst allen, was halt die CS2 hergibt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Und wenn das schon passiert ist, sehr wahrscheinlich einen schönen Anfang des Jahres. Ciao.